Frauen sind dümmer als Männer. So könnte man den Antrag der FDP ganz im Sinne eines Rainer Brüderle hier beschreiben. Denn nichts anderes steckt inhaltlich in diesem Antrag, wo es heißt, dass die Frauen schlechter mit Steuern und Bürokratie umgehen können und deshalb die Hilfe des starken Vaterstaats benötigen. Dieser Antrag der FDP macht gerade eine jahrzehntelange erfolgreiche Frauenbewegung zunichte. Frauen haben sich dafür stark gemacht, nicht diskriminiert zu werden, nicht als das schwache oder dumme Geschlecht betrachtet zu werden. Und dann kommt dieser Antrag von Herrn Brockes und Herrn Höhne von der FDP. Mich hat dieser Antrag an eine Folge von Der siebte Sinn aus den 70er Jahren erinnert. In dieser Sendung ging es um Tipps im Straßenverkehr. Die Frauen wurden in dieser Folge als ungeschickt dargestellt. Sie missachten häufiger die Vorfahrt und fahren langsam, weil ihnen die Übung fehlt. Sie können schlecht einparken und wenn sie es dann doch mal geschafft haben, dann sind sie zu blöd, dass sie die Tür aufmachen, ohne auf die Radfahrer zu achten. Außerdem benutzen sie den Rückspiegel nur zum Schminken. Im Film werden die Männer aufgefordert, keine Witze über Frauen zu machen, die nichts von Motor und Technik verstehen. Dieses Klischee von der fehlenden Ahnung von Motor und Technik aus dem Film setzt sich nahtlos fort in dem Antrag der FDP. Für die Frauen seien die komplexen Steuerthemen eine Hürde, heißt es von der FDP. Deshalb fordert die FDP, ich zitiere, niederschwellige Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Weiterbildung in finanziellen Fragen zu entwickeln. Was für eine Satire klingt, meint die FDP leider wirklich ernst. Meine Damen und Herren, dieser Antrag ist eine Verhöhnung der Intelligenz unserer Frauen, der Stärke unserer Frauen. Liebe FDP, unsere Frauen brauchen keine speziellen Schulungen, um Versicherungen und Verträge zu verstehen. Wenn Sie es anders sehen, mag das so sein, aber es ist so, die Frauen in Deutschland sind stark. Nein, unsere Frauen brauchen schlicht faire und gleiche Bedingungen, genauso wie Männer. Gründer, egal ob Frauen oder Männer, brauchen gute Rahmenbedingungen. Das heißt geringere Steuern, geringere Abgaben, geringere Bürokratie, geringere Energie- und Standortkosten. Aber diese Themen wollen weder Sie noch der Rest hier im linken Saal etwas ändern. Die AfD wiederum wird sich dieser Probleme annehmen, wie sie es schon in dem 10-Punkte-Plan dargestellt hat. Denn die AfD ist die Partei der Lösung, die Partei für Freiheit, Wohlstand und Vernunft. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch ein paar erfolgreiche Frauen vorstellen. Frauen, die es ganz ohne eines FDP-Antrags geschafft haben. Nummer 1 kommt aus Minden. Fast 2 Milliarden Umsatz, fast 600 Mitarbeiter. Die Gründerin dieses erfolgreichen Unternehmens heißt Melita Benz und hat vor 150 Jahren den Kaffeefilter erfunden. Nummer 2 ist eine von 2 Menschen, die auf der Welt 2 Nobelpreise in 2 unterschiedlichen Forschungsgebieten erhalten hat. Marie Curie, Nobelpreis in Chemie und in Physik. Ja, Herr Achtermann, dass Sie diese Frau nicht würdigen, das zeigt natürlich Ihre eigene. So empfindlich sind Sie? Die Frau Marie Curie ist eine erfolgreiche, wunderbare Frau, die wir alle schätzen sollten. Nobelpreis in Chemie und in Physik. Nummer 3, wieder aus NRW, Frau Maja Voss, die Chefin von Tintometer aus Dortmund. Diese Firma stellt Geräte für die Wasseranalyse, egal ob für Frischwasser, Abwasser oder Kühlwasser her, und liefert in 140 Ländern der Welt. Wieder eine Frau. All diese Frauen brauchten keinen FDP-Antrag. Und auch in der Politik gibt es erfolgreiche Frauen. Sei es die Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Italien, sei es die französische Oppositionsführerin Marine Le Pen oder sei es die promovierte Chefin der einzig verbliebenen Oppositionspartei in Deutschland, Dr. Alice Weidel. Und selbst bei den Grünen, kann man als Frau ganz ohne Studienabschluss, ganz ohne Ausbildung und ganz ohne außerhalb der Politik gearbeitet zu haben, Parteichefin werden. Sie sehen, erfolgreiche Frauen, liebe Kolleginnen, brauchen diesen FDP-Antrag nicht. Erfolgreiche Frauen setzen sich schlicht durch. Für Freiheit, Wohlstand und Vernunft. Herr Lose.